Hallo ihr Lieben zusammen, wie ihr schon am Videotitel habt erkennen können, habe ich bei Charlie und Paulchen geshoppt. Ich möchte euch zeigen, was ich eingekauft habe und auch gleich, was ich draus gemacht habe, damit ihr ein paar Ideen sammeln könnt für das, was ihr selbst so machen möchtet. Genau, und wir fangen auch gleich an mit Schablonen. Da habe ich einmal hier diese, das sieht man jetzt leider ganz schlecht. So. Jetzt ist besser. Da habe ich einmal diese Bergschablone mit Edelweiß gekauft. Das ist ein total schöner Stencil, finde ich einfach. Und genau, der hier durfte einmal mit. Und diese Freistadt Bayern Raute durfte auch mit. Damit ist auch gleich schon eine Karte entstanden. Und zwar diese hier. Da habe ich ganz schlicht, weil ich einfach mal meine neuen Schätzchen testen wollte, habe ich einmal hier die Bergschablone verwendet und im Hintergrund die Freistadt Bayern Schablone und dann mit diesem Snowpen von Ray hier, den habe ich schon länger da den Bierschaum gemacht und eine alte Charlie und Paulchen Stanze verwendet, diese Prost Stanze. Drunter mit ein bisschen Glitzer. Finde ich es ganz schlicht, aber gefällt mir total gut. Dann habe ich einmal das Stressoxide nochmal mir geholt. Ich habe ja schon drei verschiedene Farben auf der Kreativmesse gekauft. Und ja, da dachte ich mir, da ist definitiv nochmal was dazugekommen. Ja, mir haben die einfach sehr gut gefallen. Das eine ist Spun Sugar. Das andere ist Squeezed Lemonade und das dritte ist Tumbled Glass. Das habe ich auch auf meiner Karte vorhin verwendet gehabt. Als nächste Kategorie habe ich Stanzform und da habe ich auch gleich mal mein Goodie mit dazu, das ich dieses Mal bekommen habe. Das ist dieser süße kleine Hase. Passt total perfekt für Ostern. Und ja, genau, der wird auf jeden Fall auch auf die eine oder andere Karte kommen. So, das hier sind jetzt mal die Stanzform. Einmal diese Bierzeltgarnitur und für mich dazu passend den Bierzapfhahn mit diesem Spruch. Dann einmal die Stanzform Schublattler und die Stanzform Kinder beim Volkstanz. Dann von Spellbein, das habe ich mir geholt, diese Kuchenstanzen. Diese ganz großen Verpackungen finde ich immer total toll. Das ist, die sind die Stanzform namens Bayerisches Blasorchester. Und die sind auch wirklich ziemlich groß. Also ihr seht schon, das ganze Set ist so groß wie meine Hand. Und dann habe ich mir noch einmal dieses Kranz-Add-on-Pimpelkette mit Alphabet gegönnt. Das Ganze sieht... So, dann möchte ich euch auch gleich zeigen, was ich damit gemacht habe. Ich habe einmal hier die Stanz vom Blasorchester einmal vorkoloriert mit Aquarellfarbe, ganz einfach. Und ja, genau. Ich hoffe, das kann man gut sehen so. Ja, die werden auch auf jeden Fall noch auf eine Karte zusammen mit diesen großen Wimpelstanzen kommen. Das ist einmal das hier. Dann habe ich diese beiden Stanzen für Kuchen verwendet. Die Idee kam mir sofort online, als ich die Packungen gesehen habe. Und zwar hatte ich hier von Crealis auf der Kreativmesse auch eine kleine Pizzabox gekauft. Und ich habe mir gedacht, wie toll wäre das, wenn man da einfach einen kleinen Kuchen reinmachen würde, ja. Und so ist dann das Ganze hier entstanden mit den Erdbeeren von diesem Add-on. Und ich verwendet habe ich dann diesen Kranz und ja, dieses Gitter. Die Gabel ist eine alte Stampin'-Up-Stanze und einfach mit ein bisschen Garn verziert. Und ich finde, das ist einfach total niedlich geworden. Die Stanzen Kinder beim Volkstanz und O-Zapft ist, also Bierfass und dann dieser Spruch O-Zapft ist bei mir zum Einsatz gekommen
für diesen Lichtertüte-Tutorial findet ihr bereits auf meinem Kanal. Da sind auch alle Produkte, die ich damals zu Neujahr verwendet habe, verlinkt. Dieses Mal habe ich mich für eine Alpenvariante entschieden. Da kann man dann hier ein Teelicht reinstellen. Und dann macht es eine ganz wunderschöne Partydeko für eine Bierzeltgarnitur zum Beispiel im Sommer oder auch einfach so für ein Oktoberfest als kleines Geburtstagsgeschenk. Ist eventuell auch ganz schön. Die letzte Kategorie ist Papier für mich. Da habe ich mich mal wieder auf diese Ausschneidebögen absolut gestürzt. Da habe ich mir gleich einige mehr genommen. Wie ihr sehen könnt, genauso wie von diesem Bayerischen Blasorchester. Das ist ein großer Cardstock. Da könnt ihr 4 verschiedene Karten draus machen. Oder ihr seht ja gleich, was ich draus gemacht habe. Dann habe ich dieses Papier für den Trachtenjanker. Heißt das Ganze. Ja, verwendet. Habt ihr einmal schon gesehen für diesen Spitzhut. Das ist auch eine alte Charlie und Paulchen Stanze. Und zwar diese hier. Da sind auch die Edelweißblätter dabei. Dann habe ich mir noch einmal mitgenommen die Lederhosen-Cardstock. Auch ein wirklich, wirklich schönes, feines Leder. Die in der ersten Alpenglühen-Variante war ja schon ein etwas gröberer Cardstock dabei. Aber ich kann das mal hier zum Vergleich hinlegen. Also das ist wirklich eher was, wenn man jetzt die Lederhosen daraus ausstanzen möchte, eignet sich meiner Meinung nach der neue etwas besser. Das ist eher so, wenn man was einbinden will. Dann durfte auch noch mit ein Blatt von der bayerischen Fahne hier als Hintergrund. Das ist auch so ein bisschen Vintage. Das ist einmal das hier. Und dann durften von den Boho Baby Papieren auch noch welche mit. Einmal diese Esel hier. Ganz niedlich. Dann diesen gemischten Cardstock mit Hase und Fuchs und Baum und Vögelchen. Und zu guter Letzt dieses Landschaftsbild mit den Eseln, dem Fuchs und den Hasen hier. Mit den Hasen habe ich mir überlegt, kann man vielleicht auch was zu Ostern machen. Was ich mit den Papieren gezaubert habe. Und zwar habe ich einmal aus einem dieser Ausschneidebögen diese kleine Kerze verziert. Das ist war jetzt einfach ein kleines Mitbringsel, das ich machen wollte. Und zwar habe ich hier einmal dieses diese tanzenden Kinder in der Tracht ausgestanzt. Und dann habe ich hier einmal entlang diese Edelweißborte genommen. Und dann habe ich damit eine Kerze verziert. Genau, das ist einmal das hier. Und dann habe ich zu aller guter Letzt noch aus diesem schönen Ausschneidebogen diese 2 kleinen Geschenktaschen gemacht. Genau, einmal mit dem Spruch Prost, den ich schon auf der Karte verwendet habe. Und einmal mit dem Spruch Zum Wohl. Das ist auch eine alte Charlie und Paulchen Stanze. Für hier, ich habe da noch so ein Garn verwendet, das ich noch in meinem Vorrat hatte. Und die passen wirklich ganz genau da dazu. Ich habe auch nochmal diese Filzhut verwendet. Genau. So, hier könnt ihr nochmal alles im Überblick sehen, was ich gebastelt habe. Ich hoffe, das Video hat euch gut gefallen und ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Ihr werdet diese ganzen Sachen auch die Tage noch auf Instagram sehen. Falls ihr mir da noch nicht folgt, mein Profil ist unten verlinkt. Schaut mal vorbei und ja, und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Kreativsein. Tschüss!